Vor der Kommunalwahl hatten wir alle Wähler aufgerufen, uns mit allen Stimmen zu wählen, die NPD in den Kreistag zu wählen und in die Kommunalparlamente. Das haben zugegebenermaßen nicht alle getan. Wir haben in der Kreistagswahl 2,7% bekommen und die Hälfte unserer Stimmen und damit auch der Sitze verloren. Wir haben noch 2 Sitze im Kreistag. Allerdings liegt das nicht daran, dass die Leute nationales Gedankengut ablehnen würden, sondern viele unserer Wähler meinten, mal was Neues ausprobieren zu müssen. Eine andere Kraft, die sich auch national gibt, die AfD. Und bitte, sollen Sie, das ist ein freies Land, jedenfalls einigermaßen, sollen Sie es ausprobieren? Wenn Sie davon enttäuscht sein sollten, können Sie gerne wieder zu uns zurückkommen. Wir sind nämlich noch da. Wir haben zwar in der Kreistagswahl nur 2,7% bekommen und sitzen mit 2 Leuten jetzt im Kreistag. Aber da, wo die AfD nicht antrat, zeigte sich, dass die Bereitschaft, uns zu wählen, nach wie vor vorhanden ist. Wir haben in Anklam etwa 11% bekommen, 1600 Stimmen. Ich bin mit 1200 Stimmen der zweiterfolgreichste Kandidat in Anklam. Wir haben in Pasewalk 3 Sitze errungen, in Egesin ebenfalls 2 Sitze. Wir haben in Kleinbünzow eine Gemeindevertretung den besten Kandidaten überhaupt, der mit einem Spitzenergebnis wieder eingezogen ist. In Usedom hat unser Kandidat sogar den AfD-Kandidaten geschlagen. Das heißt, wir haben durchaus noch Substanz, wir haben noch starke Standorte und werden auf denen auch weiter wirken. Zum Schluss noch ein wenig Schadenfreude sei erlaubt. Die SPD ist brutal eingebrochen. Sie ist in Anklam hier wesentlich schwächer als wir. Auch in anderen Orten, auch im Kreistag. Die großen Parteien allgemein haben sehr viel Federn gelassen. Die politische Szene ist in Bewegung. Wir wissen nicht, wer morgen oben oder unten sein wird. Aber unsere Basis ist breit genug in all den Städten, in denen wir vertreten sind, dass wir unsere Arbeit fortsetzen. Wir danken allen Wählern, die sich nochmal für uns entschieden haben und auch allen Wahlhelfern. Und wir werden sehen, was die neue frische Alternative so macht. Wir stehen jedenfalls bereit und setzen unseren Kurs fort.